Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, was habe ich auf meinem Quad dabei, wozu benötige ich es und erzähle euch einfach mal so ein paar Dinge dazu, warum, wieso, weshalb und empfehle euch doch das ein oder andere Teil. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, was habe ich dabei? Natürlich habe ich immer, und da geht nichts drum rum, und jeder von euch sollte es dabei haben, auch wenn ihr die Schwierigkeiten habt, nicht zu wissen, wo ihr es unterbringt. Das sind auf jeden Fall Warnwesten, der Verbandskasten, beziehungsweise in dem Fall die Verbandstasche, und natürlich das Warndreieck. Ich weiß, ja, viele von euch haben wirklich diese Schwierigkeit, aber tut mir den Gefallen, habt es immer dabei, weil am Ende ist es für eure Sicherheit und das ist natürlich extrem wichtig. Ja, was habe ich noch mit? Ich habe immer dabei ein Abschleppseil. Denn gerade wenn man auf längeren Touren unterwegs ist und vielleicht auch mit mehreren Leuten, kann es immer wieder dazu führen, dass doch mal jemand liegen bleibt. Und man möchte natürlich helfen und ja, aus dem Grunde habe ich es immer dabei, damit ich genau das tun kann, denjenigen mitnehmen kann bzw. hinterherziehen kann, dass er zumindest vom Fleck kommt und wie es danach weitergeht, das kann man immer noch schauen. Aber für den Moment ist es für mich eine Soforthilfe und in meinen Augen einfach total wichtig dabei zu haben. Ja, dann habe ich die üblichen Dinge dabei, wie kleine Spanngurte, gerade wenn wir im Sommer unsere Campingtouren drehen, will man natürlich die Campingausrüstung vernünftig verstauen können, befestigen können, damit nichts herunterfällt. Ja, weiter geht's. Wir waren gerade bei längeren Touren. Und Pannen. Reifenpannen. Ich habe immer ein Reifenreparaturset dabei, sowie einen Kompressor, um dann auch wieder Luft auf den Reifen zu bekommen. Der ist relativ klein und kompakt, was ich sehr praktisch finde. Man hat ja nun nicht viel Platz. Und ja, für mich einfach ein Must-Have dabei zu haben. Dann habe ich schon relativ lange, boah, ich würde fast sagen, seitdem ich meinen Quad besitze, immer noch mal zusätzlich 2 5-Liter-Kanister dabei für Sprit. Denn ich glaube, jeder von euch kennt es, unsere Quads verbrauchen wirklich viel. Und ich habe keine Lust, irgendwo stehen zu bleiben, wo keine Tankstelle in der Nähe ist und abgeschleppt werden zu müssen, und habe dadurch immer meine Reserven dabei und komme zum Glück nie in diese Gelegenheit, und das ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon fast. Einen Werkzeugkasten habe ich noch dabei, so einen ganz kleinen, einfach um auch mal vielleicht schnell die möglichen Dinge zu reparieren, wenn doch mal was defekt ist. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was ich eigentlich nur ganz kurz mal anschneiden möchte. Wie ihr alle wisst, ich habe 5 Kinder zu Hause. Und natürlich geht es immer, wenn ich losfahre mit dem Quad: Papa, ich möchte mit dir mitfahren. Grundsätzlich habe ich da auch gar kein Problem mit. Allerdings sind für mich einige Dinge wichtig. Und das ist unter anderem ein Helm. Wir haben extra für unsere Kinder Helme besorgt. Für jedes Kind den passenden. Ah, falsch, nicht ganz für jedes Kind den passenden. 2 von unseren Kids teilen sich einen Helm, weil die doch die gleiche Größe haben. Und ja, es ist ganz wichtig, dass dieser Helm vernünftig sitzt und vor allem, dass die Kinder den Helm halten können. Wir haben die Situation mit unserem Kleinsten gehabt. Der wollte unbedingt mitfahren und war aber noch nicht in der Lage dazu, den Helm zu halten. So, da haben wir gesagt, nein, das gibt es nicht. Und natürlich war er immer traurig. Ja, ein halbes Jahr später haben wir gesagt, komm, wir versuchen's. Wir setzen jetzt nochmal den Helm auf und gucken ein bisschen, ob du den halten kannst. Und siehe da, er konnte endlich den Helm halten und war 2,5 und hat das erste Mal mit Papa eine kleine Quad-Tour gedreht. Ja, jetzt nicht losschreien. Diese Quad-Tour war natürlich eine sehr, sehr kurze Tour. Wir sind 20 Minuten gefahren, weil es war sein erstes Mal. Er muss erst mal reinfinden. Und ich, aus meiner Erfahrung, würde auch für den Anfang gar nicht mehr empfehlen.
Ja, natürlich nicht ganz normal auf die Sitzbank. Wir haben zusätzlich für die Kinder extra einen Kindersitz besorgt, der auf der Sitzbank verschnallt wird und dazu auch den passenden Gurt für die Füße, damit er sich eben auch abstützen kann. Weiter geht's natürlich mit der passenden Schutzkleidung. In unserem Fall war es bisher immer nur die Jacke, weil alle Hosen einfach immer vom Hintern gerutscht sind und wir gesagt haben, so hey, dann ziehen sie eine dicke Jeans an, die schützt zumindest halbwegs und sie sind im Sitz, Papa sitzt davor, in der Regel dürfte nichts passieren, man fährt ja auch verantwortungsbewusst mit Kindern und haben zusätzlich noch gesagt, hey, dann machen wir die Warnweste noch drüber, weil sie müssen auch wahrgenommen werden. Zum Fahren mit Kindern möchte ich ganz gerne irgendwann in Zukunft auch nochmal extra Video machen und da würde ich dann auch mehr auf dieses Thema eingehen, aber für mich war es jetzt einfach mal wichtig, euch das schon mal mitzuteilen und zu zeigen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte da eigentlich alles. Und ja, weiter geht's. Schutzkleidung. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, auch ich habe eine Schutzkleidung. Muss aber ehrlich gestehen, ich ziehe sie tatsächlich nur bei kälterem Wetter an. Ansonsten fahre ich in meinem normalen Dress. Ja. Jetzt würde ich euch ganz gerne noch ein paar Sachen zeigen, die ich an meinem Quad verbaut habe, die für mich einfach wichtig waren, wo ich gesagt habe, so hey, das will ich haben und das halte ich für sinnvoll. Und da geht's jetzt weiter. Ich habe als allererstes damals diese Zurösen hier nachgerüstet. Wie ich ja eben schon erwähnte, wir sind viel im Campingbereich unterwegs und man will seine ganzen Sachen verstaut bekommen und auch befestigt bekommen. Und für mich waren die optimal und es war die perfekte Lösung. Ja, ich würde schon fast sagen, dass wir ein komplettes Wochenende mit unseren kompletten Sachen überbrückt bekommen damit. Also wir bekommen wirklich alles mit. Dann habe ich nochmal Zusatzscheinwerfer verbaut. Ich habe sie auf dem Koffer, weil woanders einfach gar kein Platz mehr war. Und habe mich auch dazu entschlossen, dass ich welche nehme, die eine E-Kennzeichnung haben. Denn ich habe keine Lust, mich mit irgendjemandem, ich glaube, ihr wisst genau, wen ich meine, auseinanderzusetzen und da unnötige Diskussionen zu führen. Und ja, das war für mich natürlich einfach die Option zu sagen, hey, dann nehme ich direkt welche mit E-Kennzeichen und komme da gar nicht erst in Schwierigkeiten. Des Weiteren habe ich verbaut, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ich mache sie ganz kurz an. Was uns wirklich schon auf längeren Touren wirklich geholfen hat, sind meine gelben Blitzer. Gerade wenn man dann doch mal die ganze Kolonne durchbringen will, ist es natürlich praktisch, wenn die anderen Fahrer, die unterwegs sind, Autos, Motorräder, Trecker, alles Mögliche gewarnt werden. Und für mich war das irgendwie so ein Ding, was ich haben wollte. Und ja, es war schon oft nützlich. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Ich entschuldige mich schon mal für die Hintergrundgeräusche, falls man sie hören sollte. Wie es immer so ist. Ja, ich würde mich natürlich über jedes Kommentar von euch freuen. Freue mich riesig, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und sage bis zum nächsten Video. Ciao.